Oh, unsere Deko-Expertin Judith Heinz ist heute wieder bei uns. Wir machen heute etwas ganz Besonderes. Wir hauchen quasi alten, vergilbten oder dreckigen Stoffen ein neues Leben ein. Ja, also dreckig klingt jetzt gleich so völlig kaputt. Also ja. Es gibt ja so T-Shirts, die irgendwo einen Fleck haben an der Stelle, wo man dann sagt, na, so kann ich es jetzt nicht mehr anziehen. Mhm. Und genau für diese T-Shirts, oder wir haben jetzt hier so eine ganze Reihe, zum Beispiel eben auch Bettwäsche, die längere Zeit irgendwie im Schrank lag, bei jemandem zu Hause ja. Zum Beispiel, und dann so ein bisschen vergilbt ist oder eben nicht mehr so richtig cool aussieht. Und dafür ist Shibori, was wir heute machen, genau das Richtige. Das ist eine japanische Färbetechnik, die, man sieht das, da werden Muster durch bestimmte Art des Faltens und Abbindens erschaffen. Mhm. Ja, also du kannst viereckige Muster, also hier so, das sieht ja so ein bisschen aus wie so kariert oder eben... Hier haben wir die Punkte, die zeige ich dir gleich als erstes. Genau, also das entsteht alles nicht zufällig, da hast du schon dein System, ne? Das ist völlig, also das ist geplant sozusagen. Ja. Du kriegst es natürlich nie ganz tausendprozentig hin, weil du bist ja keine Maschine, sondern machst das ja irgendwie als Hobby. Dann, aber das soll natürlich auch so ein ganz kleines bisschen, ist es immer auch eine Überraschung, was dann am Ende dabei rauskommt. Ja. Ne? Also, und jedes ist natürlich ein Unikat. Und jedes ist völlig anders. Und gerade jetzt dachte ich so, für den Sommer, das kann man auch mal im Garten machen oder auf dem Balkon machen. Muss ja jetzt nicht unbedingt in der Küche machen. Kannst dich an einem warmen Tag mal draußen hinstellen und das im Garten machen zum Beispiel. Geht das eigentlich nur mit weißen oder nur mit hellen Stoffen? Oder könnte man das auch mit, nein, du kannst auch mit anderen machen. Und ich habe das jetzt tatsächlich Shibori. Also die Japaner machen das tatsächlich nur mit Blau. Ja, also es ist eine 800 Jahre alte Färbetechnik, die für Kimonos, also für Hauskimonos, also nicht die zum Ausgehen, sondern die zu Hause, Sachen verwendet worden sind oder auch noch heute verwendet werden. Aber du könntest das jetzt auch in Rot, Gelb, Grün, Orange. Ich finde es in Blau halt am schönsten. Ich habe mir gerade festgestellt, dass unsere Schürzen auch mal wieder eine... Die müssen wir mal nachfärben. ...Auffrischung gebrauchen könnten. Ginge das mit so einer Schürze? Das ist zu dunkel wahrscheinlich, ne? Oder? Naja, du kannst, ich würde die, also das wäre so ein Klassiker, man kann die Farbe auffrischen, ne? Also du kannst dann halt einfach braune Textilfarbe kaufen und in die Waschmaschine schmeißen und dann wird die wieder schick. Aber wir machen heute was anderes, wir machen heute diese lustigen Muster, diese schönen, unterschiedlichen. Und ich würde dir erstmal sozusagen die Fleißaufgabe des Tages geben, denn dieses Muster hier, ich sag jetzt mal die Qualle, das funktioniert, indem man, also ich habe ja gesagt, das funktioniert mit Abbinden. Ich habe jetzt hier mal von meinen Kindern die ganzen Murmeln geklaut. Du bringst ja ständig so Spielsachen von deinen Kindern mit. Gibst du denen eigentlich auch nachher immer wieder zurück? Das gebe ich zurück, aber sie sind jedes Mal wieder entsetzt, wenn sie ihre Sachen im Fernsehen sehen. Manchmal vergesse ich vorher zu fragen, ob ich sie mitnehmen darf. Heute bringen wir die Murmeln ganz groß raus hier. Heute kommen die Murmeln. Aber das würde auch funktionieren mit solchen Unterlegscheiben zum Beispiel oder mit Münzen. Und ich zeige dir erstmal, wie es geht. Du nimmst sozusagen eben irgendein Objekt, was Rundes, legst es in das T-Shirt drunter. Pass ganz genau auf, wo deine Flecken sind, weil die sollen natürlich dann nicht weiß werden, weil dann würde man sie immer noch sehen. Aber da, wo ich jetzt quasi diese, wo jetzt die Murmel ist, da bleibt es weiß? Genau. Ach ja, klar, das sieht man ja auf dem Shirt da hinten. Und dann nimmst du so kleine Schnipsgummis und dann werden die hier so um dieses Ding so drumrum gemacht. Okay. So, und das ist jetzt leider deine Aufgabe. Das machst du jetzt die ganze Sendung. Du willst mich ruhig stellen, ich verstehe das. Nein, ja, ruhig stellen jetzt nicht, aber das ist natürlich, das also ist tatsächlich die... Ja, komm, gib rüber, ich mach das. Die Fleißarbeit des Tages, sage ich jetzt mal. Ich bin ja ein fleißiger Mensch. Ich gebe dir jetzt mal, warte mal, die Klammer, die brauchen wir gleich noch. Aber ich gebe dir jetzt hier mal die Murmel und die Schnipsgummis. Mal ein paar nehme ich, guck mal, da sind sie drin. Und dann machst du immer von unten, ne, wird runtergeschoben. Ja. Reingemacht, zugebunden. Okay. Das könnte man auch mit Bindfaden machen. Ne? Ja, und die Teile werden dann sozusagen, das, was du abbindest, bleibt weiß. Das sieht man ja auch hier auch. Und das, was halt nicht abgebunden ist, das wird dann halt gefärbt. Okay. Wir hatten ja vorhin auch, um 16.20 Uhr ungefähr, hatten wir schon mal so ein zusammengebundenes Stoffpaket in diese Färbung? Ja, das kommt gleich wieder raus. Okay. Das sozusagen im Hintergrund darf das jetzt noch ein bisschen färben und dann holen wir das raus und du darfst es dann auspacken für deine Fleißübung sozusagen. Okay, heute. Als Belohnung. Als Belohnung, genau. Ich habe jetzt hier zum Beispiel, guck mal, das sind so ganz klassische, einfache Servietten. Und bei dieser Technik geht es jetzt darum, also du machst jetzt die Kreise und ich zeige jetzt mal, was man mit Falten hinkriegt. Das Erste, was man macht, da ist es sozusagen so Ziehharmonika-förmig, das zusammenzufalten. Schaffst du es?
Ja, ja. Guck mal, und das kannst du entweder so groß machen, wie ich das jetzt habe, also so breit, oder auch ganz klein, aber dann braucht man das Bügeleisen, damit das dann wirklich die Kanten ganz, ganz scharf nachgezeichnet werden. Ja? Hast du das eigentlich immer doppelt gemacht? Hast du die doppelt gemacht, die Schnipsgummis, ne? Nee, einzeln. Okay. Du machst das gut. Mhm. Ein bisschen viel Schwund hast du noch, aber das wird gleich besser werden. Guck mal, und jetzt habe ich das einmal gefaltet und jetzt wird das nochmal gefaltet, indem man das immer einmal in die eine Richtung, wieder in die andere, wieder in die andere. Und dann können wir an der Stelle entweder, kannst du jetzt mit Holzklammern arbeiten, mhm, indem du die hier so rein, einfach so rein machst, oder mit Schnipsgummis arbeiten. Das geht immer darum, irgendein interessantes Muster sozusagen am Ende zu erzeugen. Und was auch funktioniert, ist kleine Holzbrettchen oder Pappen zu benutzen. Das würde ich mal machen. Das heißt, du nimmst eine Pappe, legst es drauf, das gleiche auch noch von der anderen Seite, in der gleichen Größe. Und dann wird das mit Gummis festgemacht. Und dann gibt es solche Muster wie das hier. Dass sozusagen diese Vierecke weiß bleiben. Ah, ja, und okay, diese Kanten werden aber gefärbt. Ja. Und dadurch kriegst du eben diese Quadrate hin. Okay. Übrigens, wie du das zusammengelegt hast, das haben wir auch noch mal, glaube ich, als Video, genau, vorbereitet. Können wir uns mal kurz angucken, nur damit Sie es mal gesehen haben, liebe Zuschauer, auf unserer Facebook-Seite von MDR um 4. Können Sie mal gucken, wenn Sie das jetzt irgendwie, wenn es Ihnen zu schnell gegangen ist. Da hat die Judith das noch mal vorgemacht. Und da kann man sich das so oft, wie bis man es sozusagen aus dem FF kann, angucken. Genau. So. Von dem, was ich hier gerade mache, sollte man kein Video machen. Das sieht nämlich schon ein bisschen... Aber auch das ist in dem Video mit dabei, mit den Perlen. Guck mal, und da ist auch dieses dabei. Zum Beispiel, du hast dann eben, schau mal, so sieht das dann aus, so ein schön verpacktes Paket. Das, mhm, könnte jetzt ein bisschen präziser noch sein, wenn man sich also die Zeit nimmt und vielleicht dann auch wirklich bügelt, dann wird es halt wirklich ganz, ganz, ganz geometrisch, ne? Das ist die eine Weise. Und ich würde gerne noch eine andere zeigen, die macht solche Dreiecke. Und was sich unglaublich gut macht, habe ich festgestellt, sind Kabelbinder. Ich liebe Kabelbinder. Ja, weil du kannst mit denen ja alles machen, ne? Die halten alles fest und so weiter. Also Kabelbinder. Ich habe sogar schon mal, als ich morgens die Kinder in die Schule bringen musste und keine Haargummis mehr hatte, habe ich die Haare mit Kabelbindern zusammengebunden. Es geht super. Das stimmt. Und du hast natürlich auch den Preis als coolster Vater der Schule, ja, an dem Tag gewonnen. Hast du es dann auch wieder aufgekriegt? Weil das ist dann die Schwierigkeit. Ja, das muss man aufschneiden. Kabelbinder kannst du ja nicht aufmachen. Nee, ich weiß. Hast du dann abends wieder aufgeschnitten? Ja, ja, klar. Oder hast du gedacht, ach, das hält die ganze Woche? Nee, das habe ich dann abgemacht. Ja. Guck mal. Und da habe ich das auch wieder schön gefaltet, eben links, rechts, wie eine Ziehharmonika. Und diesmal machen wir es aber anders, dass wir eben nicht das viereckig falten, sondern dreieckig. Und dafür kippt man hier erst eine Ecke an der Seite um, dreht das Ganze auf die andere Seite, dann wird die nächste Ecke umgekippt. Man kann da doch eigentlich aber gar nicht so viel falsch machen, oder? Du kannst nichts falsch machen. Und vor allem, wenn du jetzt keine neuen Sachen benutzt, sondern wirklich Sachen, die du ohnehin quasi nicht mehr benutzen würdest. Ja, ne? Genau. Oder die dir einfach auch nicht gefallen. Du könntest zum Beispiel jetzt irgendwas, was gelb ist, könntest du natürlich dann auch färben und so. Ne? Ja. Mhm. Aber du musst immer wissen, dass die Freistellen dann weiterhin sichtbar bleiben. Mhm. Und dann wird das sozusagen hier so ein bisschen zusammen. Na. Kommst du eigentlich voran mit deinem Perlen? Ja, es dauert ein bisschen, aber... Ich habe gesagt, das ist die Fleißaufgabe des Tages. Mhm. Nach der Zeit ist es dann so ein bisschen auch ein bisschen sehr... Deswegen sag ich ja, mach das dumm mit den Kindern und dann kannst du die Aufgabe denen geben. Weißt du? Sag mal, und das muss jetzt, was hat das, eine Stunde einwirken gleich, ne? Genau, aber erstmal müssen wir jetzt hier das zu Ende packen. Guck mal, ich habe das jetzt hier mit den Kabelbindern, das so, zack. Und die muss vor allem ganz festgezogen werden, denn nur wenn es festgezogen ist, kann natürlich an die Stelle auch nicht die, ja, die Farbe, ne? Und dann jetzt, bereite ich hier schon vor, die Farbe, die ich jetzt benutze, die ist bei 60 Grad, wird gefärbt. Entweder man macht das, wie wir hier, mit einem Thermometer, oder man macht... Ist das so wichtig, dass es genau 60 Grad ist? Na, wenn es zu kalt ist, färbt es nicht ordentlich. Okay. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass du es ruhig heißer machen kannst. Je, ja, heißer, desto besser. Mhm. Aber wenn es kocht, dann geht die Farbe... Also das ist dann zu viel, okay, sozusagen. So.
Das hast du gut gemacht, das reicht auch. Das reicht, ich würde dir etwas, gerne noch etwas zeigen, was dir gefallen wird, weil es schnell geht. Ja. Jetzt sind hier unsere Pakete. Das gibt eben diese verschiedenen, ne? Dreieckig, viereckig, rund. Mhm. Und jetzt fehlt noch so ein bisschen so eine, haben wir gar nicht hier hängen. Doch, das Kissen da hinten, hinter dir. Die Kissenhülle. Das hat ja schon wieder ein bisschen was von Batiken, muss das ich sagen. Das hat so, ne? Wieder was von Batiken, aber das, ja, kriegt halt, das sieht so ein bisschen aus wie so Tropfen. Siehst du das? So ein bisschen so eine Tropfenform hat das, ja, oben. Hier, ne? Und das kriegen wir dadurch hin, dass wir hier diese Kissenhülle nehmen. Dann nehmen wir ein Stück Kordel oder ein dickeres Band. Und dann wird das hier drin so aufgerollt. Zack, zack, zack. Ich habe jetzt hier ein ganz normales, du kannst es halt wirklich machen, das kannst du super machen mit Kopfkissen. Mhm. Und dann wird das hier einmal zusammengenommen, einen Knoten gemacht und festgezogen. Und das war's. Das geht, okay, easy. Und sag mal, das hier, das finde ich ja irgendwie besonders cool, weil das auch so eine, nur so ein großes Muster hat. Wie hast du das denn gemacht? Das ist, du kannst natürlich, wenn du jetzt, das zeige ich dir gleich, wenn du die Farbe machst, musst du natürlich nicht immer alles reinknallen. Ja. Du kannst zum Beispiel, wenn du, es gibt ja manchmal so T-Shirts, die an den unteren Armen so verfärbt sind. Mhm. Und dann werden die gerne weggeschmissen. Aber du könntest zum Beispiel sozusagen nur die Seiten dann reinhängen, hast in der Mitte dann einen weißen Streifen, ah, und der Rest nach außen hin ist dann halt gefärbt. Okay. Oder du, was auch sehr cool aussieht, das ist aber eine andere Technik, die heißt Dip-Dye-Technik. Da wird das erst nass gemacht, das T-Shirt, und dann nass reingehangen und dann zieht sich sozusagen die Farbe in das nasse T-Shirt so hoch. Okay. Ja. Das sieht auch cool aus. Alles klar. So, wollen wir färben? Ja, und das würde man jetzt einfach so da reintun? Ja. Ja? Nicht irgendwie noch zusammen knautschen oder so? Wie knautschen? Ja, keine Ahnung, auch so ein Paket machen wie du, nee. Muss also, ja eigentlich nicht, ist ja schon. Naja, theoretisch müsstest du noch ungefähr das Doppelte bis Dreifache an Perlen da drauf machen. Damit theoretisch? Theoretisch, das schaffen wir jetzt gar, ja, nicht. Soll ich einfach mal reintun? Das muss man vorher nass machen. Ach so. Also in dem Fall ist es noch nicht so wichtig, aber bei den Paketen ist es wichtig, dass die vorher nass gemacht werden. Weil dann die Luft noch rausgeht und die Luft macht halt leider auch keine schönen Farbflecken. Das heißt, du musst es erst nass machen. Ah. Pass auf, halte das mal noch. Ich mache das jetzt erstmal die Farbe rein. Dann kannst du das schon mal reinwerfen. Du hast ja schon mal gesagt, gibt es in jeder Drogerie. Gibt es in jeder Drogerie, auch in jeder Farbe eigentlich. Du musst in den Drogerien immer gucken. Nicht jede Drogerie hat alle Farben, logischerweise. Aber die meisten Drogerien haben schwarz und blau, habe ich festgestellt. Man sollte eine Schürze benutzen, sonst färbt man das, was man sonst so anhat, auch noch aus. Alles leider, ja. So, jetzt rein damit, ne? Jetzt rein damit und ich mache mal schnell die hier noch nass. Ja. Die kannst du schon reinmachen. Hast du schon drin? Ja. Super. Jetzt kommt das nächste Paket rein. Mhm. Dann kannst du noch mal umrühren und dann haben wir es schon. Dann eine Stunde warten. Eine Stunde warten und dann, das ist ganz wichtig, nicht gleich aufmachen, weil man ungeduldig ist, sondern dann muss es erstmal unter fließendem Wasser ausgewaschen werden. Und zwar im Paket. Also quasi nur unter fließendes Wasser halten, so lange, bis die Farbe raus ist. Ja. Die überflüssige. Die überflüssige, weil sonst würde das alles da reinlaufen, okay, und dann versaust du dir so ein bisschen den Anblick. Wir gucken uns ja gleich mal das Exemplar an, was wir vor exakt fast eine Stunde. Exakt einer Stunde, genau, eingefärbt haben. Also quasi dann mal in Echtzeit das Ergebnis. Mal gucken, wie es geworden ist. Ja. Was unsere Deko-Expertin Judith Heinze hier vollbracht hat. Also vor einer guten Stunde haben wir, was war das eigentlich, ein T-Shirt? Was wir da eingefärbt haben? Ein Kissenbezug und zwei Handtücher, ja, und so eine Stoffserviette. Und die ist nach diesem Muster, was du gerade gemacht hast. Genau. Und da wird jetzt sozusagen das hier so rausgeschnipst. Ganz wichtig, dass du gesagt hast, dass man vorher mal, bevor man jetzt das Ganze aufmacht, das auswäscht. Ne? Genau, wir müssen es jetzt ein bisschen, guck mal, jetzt sieht man es fast nicht, weil wir noch nicht richtig ausgewaschen haben. Das wird, ja, natürlich noch ein bisschen stärker, weil die Farbe geht natürlich noch raus. Ne? Alles klar. Ups. Und dann drückst du die sozusagen so raus und dann kriegst du hier diese Punkte. Und soll ich auch mal eins aufmachen? Willst du das aufschneiden? Ja. Warte mal, ich muss zum Runterlegen. Ja, nimmst du gleich das, das ist ohnehin kaputt. So, guck mal hier. Bitteschön. Hast du mal eine Schere? Jawohl.
Jetzt sind wir doch wieder beim OP. Ne? Ja, das heißt, erzähl nochmal, wie heißt diese japanische? Shibori. Und dann wird das sozusagen, guck mal, wir haben es ganz schön lange drin gelassen. Man sieht jetzt, dass es ganz schön dolle gefärbt hat. Es ist auch sehr dunkel geworden. Ja. Ich habe, das ist eigentlich mittelblau, was jetzt natürlich ganz schön, ist fast schwarz geworden. Siehst du, wir hätten es doch ein bisschen früher rausnehmen können. Ach so, das ist also, je länger es drin bleibt, desto dunkler wird es. Je tiefer, genau, in der Farbe. Und guck mal hier, warte, zack, zack. Oh, ja. Oh, das ist aber schön geworden, oder? Nummer eins ist fertig sozusagen. Und das wird dann, aber du musst, wir sind noch nicht ganz zu Ende, also jetzt hier bei uns schon, aber du musst dann das nochmal in so ein, entweder in Salz nochmal legen für eine Zeit. Oder es gibt so ein, ja, weil Salz lässt das noch ein bisschen die Farbe setzen. Aber eigentlich gibt es da auch meistens von den Herstellern, da ist genau, und von den Herstellern gibt es da meistens aber auch so ein Fixierpulver. Oh, das ist sehr schön geworden. Super, oder? Genau. Was für ein schönes Muster. Und die Flecken siehst du auch nicht mehr, die drauf waren. Die sind alle weg sozusagen. Die haben wir jetzt weggefärbt. Ja. Ja. Also, das ist, finde ich, eine sehr gute Idee. Und das funktioniert ja auch. Ist total einfach. Man kann nicht viel falsch machen, aber festgestellt, es gibt es auch noch in anderen Farben. Also, genau. Guck mal, das ist fast ein bisschen dunkel geworden, aber es ist auch irgendwie. Das ist das Kissen, ne? Das ist das Kissen, ja. Ja. Auch schön. Auch schön. Und das wird dann natürlich ordentlich gewaschen. Musste immer ein bisschen. Also, ich würde es jetzt nicht persönlich mit meiner weißen Wäsche zusammenwaschen. Also, lass es schon bei den blauen Sachen, aber es hält 40 Grad aus. Okay, super. Ja, vielen Dank, Judith. Ich fand's super. Probieren Sie es mal aus, liebe Zuschauer. Wir haben es ja im Internet für Sie nochmal aufbereitet. Können Sie sich auch nochmal das Video angucken, wie die Stoffe da zusammengefaltet werden. Das ist kein Hexenwerk. Ich freue mich sehr morgen auf Cornelia Gröschel.